Servus, liebe Wandern, Outdoor- und Buschkraftfreunde. Ja, das ist der Sepp Fischer. Bekannt, ich glaube, ich brauche nichts mehr sagen. Buschkraft-Survival-Profi. Wir gehen eine Nacht draußen verbringen, bei ihm in der Gegend. Und mit dabei sind auch meine Jungs. Dürfen mit. Ja, freuen wir uns, gell? Eine gemütliche, gute Zeit rum. Genau, auf die freuen wir uns. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es taugt euch ein bisschen. Bleibt dran. So, wir fahren jetzt nach Bad Tölz zum Sepp Waldhandwerk und mal gespannt, das erste Treffen. So, das ist immer dasselbe, ich vergesse immer irgendwas. Irgendeine Kleinigkeit bleibt immer liegen. Ja, wenn die gleiche Größe mit einem hellen Star, ist der dunkle Stein immer der schwerere. Das heißt, der dunkle Star ist stabiler, ist manchmal auch zum Klopfen dort, oder könnte man jetzt den, weil er so schön rundgelutscht ist vom Wasser, als Schlagstein verwenden, als Hammerstein, wenn man irgendwo was abschlagen muss, kann man jetzt so vielleicht irgendwo abgraben. Und weil da gerade schon ein bisschen Wasser rauskommt, wenn Sie einen Meter von einem Fluss entfernt, von einem Wasser entfernt, reingrabt, ist das Wasser, das dann da auftaucht, immer sauberer, das ist Sediment gefiltert, als wie das Wasser da. Aber es ist recht gut zum Schnüre machen, zum Körbe flechten. Es ist sehr engmaschig. Man hat früher teilweise Körbe geflochten, die waren so eng geflochten, dass sie sogar Wasser gehalten haben. Oder zum Haselnüsse rösten und so weiter, hat man Pinsenkörbe hergenommen. Ja, das ist das, was da wächst. Ja, wieder mal Stück. Also zum Essen muss ich es gar nicht gern haben. Aber wiederum Zahnschmerzen und so weiter. Früher hat man die Blätter zerkaut und auf Wunden gespeit. Aber wir raten dringend davor ab, weil es kommt wieder auf dem Blattl irgendein Keim irgendwas drauf sein. Mhm. Klar verschließt die Wunde schneller, aber es bringt ja nichts, wenn es irgendwelche Keime einschließt. Also Wunden immer bestmöglich mehr oder minder steril sauberst verbinden und keine Pflanzen und Pflanzenteile hinaufspucken. Wenn ich nichts anderes hätte, im äußersten Notfall, nahm es. Ich darf es riskieren. Und ich habe mir mal schwach geschnitten und habe mit der Schafgabe gearbeitet. Ich habe am Fuß einmal eine Verletzung gehabt. Bei mir hat es funktioniert. Aber es kann auch sein, dass es nur deswegen funktioniert hat, weil ich Tetanus geimpft bin. So, mein Setup heute, plus das UL, AquaQuest Tarp und das TCOP Zelt, Innenzelt, mit dem Moskito hier und dem schönen Boden da. Einfache Sache, Schlafsack weiß ich nicht, ob ich brauche, es ist brutal heiß noch, klebrig, aber zum Glück haben wir ja Wasser. Und naja, die Expat Synmat Isomatte, die UL auch, dass ich schön weich und gemütlich habe. Soweit so gut. So, hier hängt der Sepp zum Trocknen. Nein, sein Shirt natürlich nur. So, Sepp, du hast einen Tippi heute, oder? Ein Halberts, ja. Ein Halberts. Ich habe immer diesen kleinen Fohlenband schon mit. Das ist jetzt ein Biwaksack mit Unterlagsmatten. Darunter noch mehr Unterlagsmatten, weil ich den Biwaksack schützen möchte. Den brauche ich im Winter normal. Ja. Und mit dem schlafe ich dann über die Füße drüber. Nehme immer so Taschen, weil ich habe durch die Sandalen keine Socken. Mhm.
und möchte keine Stechmücken und Viechern, sondern Socken halt auch die Hosen halt dann auch wieder. Und da schlafe ich mit der Jacke. Und wenn es mir zu kalt wird, mache ich den Biwaksack auf und gehe in den eine. Mhm. Ja. Und so habe ich heuer bis auf Finnland da einen Schlafsack mitgenommen. Ich habe nicht gewusst, wie es da oben wird. Aber ansonsten habe ich heuer keinen Schlafsack hergenommen und nur so geschlafen. Wenn es stark regnet, bin ich da im Trocknen und da bin ich im Biwaksack drin. Ne? Und starker Regen war jetzt einmal an der Zeit. So Freunde, jetzt ist es soweit, nach so vielen Jahren das Feuerbohren. Jetzt darf ich meine Demütigung zeigen und ihr seid dabei. So, Bogen und Spindel haben wir schon mal zusammen geschnitzt. Weil ich da, von da oben, vom Kühlitzelkorb da noch an, da alles. Ja. Da vom Daumen lege ich an und wenn ich mag, lasse ich sogar das Holz nach hinten an. Das ist absolut stabil. Bernd hat schon schön vorgebohrt, jetzt haben wir die Kerbe eingeschnitzt, V-förmig bis zum Außenradius vom Bohrloch und U-förmig ca. ein Drittel zum Zentrum vom Bohrloch. Oben haben wir ein bisschen weggeschnitzt, damit man nicht so viel Kraft und Hitze und Reibung an den Außenrändern vom Bohrloch verliert, sondern man möchte die Hitze genau auf den Punkt unten konzentrieren. Den angefallenen Bohrstab schon gesammelt. Den dann auf den Platz schon zuüber. Das wäre jetzt so quasi in der Theorie. Wir brauchen ja nur Blut, wir dann eh nichts anzünden. Aber da wird man eben den Vorstab sammeln und dann in ein Zundernest übertragen. Aber Ziel für heute ist einfach nur mal überhaupt glühenden Vorstab zu erreichen. Sehr gute Zeiten drin gehabt, einmal tief schwarzen Rauch, also Bohrstab nämlich, und guten Rauch. Na, es ist nur die Kontinuität dran zu bleiben. Das ist halt so sehr anstrengend. Wechsel nicht aufzugeben. Na gut. Jetzt kommt der chillige Teil, ein bisschen ausruhen, viel gelernt heute und jetzt werden wir noch ein bisschen ratschen und so weiter. Frisch gezapft. Frisch gezapft. Unsere Kühlanlage da hinten, der Bach. Bierquelle hat er. Danke. Prost. Auf euch. Prost auf euch und Prost auf dich selbst, danke, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist, freut mich. Wir haben lange schon herumprobiert, weißt du, ja, treffen wir uns dort und da. Ich schaue immer auf das Ding da auf, scheiße, Entschuldigung. Ich habe sowas nie, weißt du, so, naja. Passiert mir aber auch. Also, lang haben wir probiert, dass wir mal zusammenfinden und jetzt hat es ganz spontan gepasst und echt super. Ja, also, echt toll, ja. Klasse Sache. Prosti. Prost. Oh ja, tut schon gut. Oh, Steinkeller. Ja, super. Und alles klar?
ganz gemütlich hier drin. Ja, glaube ich. Bei dir auch alles klar? Ja. Gut. Dann? Gute Nacht. Schaut super aus. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaft schön. Du auch. So, auch ich liege jetzt in meinem Zeltchen und wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Es ist 6 Uhr morgens und ja, leider schon wach. Kinder sind schon seit 5 Uhr wach. Haben mich natürlich dann auch aufgeweckt. Jo, jetzt packe ich langsam schon mal zusammen. So, das ist auch am Zusammenpacken schon. Ja, bin ich. Was das jetzt noch cool ist an dem Ding, dass ich nichts mehr in die Backsäcke reingetan müssen, sondern einfach alles nur auf meine Plane geschmissen habe. So klappt. Weil daheim muss das Kaffee wieder auslüften oder, oder waschen oder zeigen. Ja, ne? Ja, genau. Also wozu alles wieder einbackteln, dann müsst ihr nachher wieder ausbackteln. Richtig. Also das Ding funktioniert so. Und vom Gewicht her ist es erträglich. Ja. Das ist 4,5 Kilo oder so. Ja, das ist also richtig ultraleicht. Und wie es dir gestern im Sack und Zack habe, ich habe trotzdem alles auf meinem Gürtel. Ich habe diesen Rucksack, den kein Mensch braucht, im Lager lassen, weil mein Rucksack ist das Lager. Ja. Wenn ich dann aber noch eine kleine Tour mache, dann habe ich alles, was ich zum Überleben brauche, am Gürtel. Am Gürtel. Das ist alles da. Optimal, ne? Erste Hilfe, Messer, Säge, Wasser. Kamera, klar bei uns, Hobokocher, Sonnenbrühen, Grabstock, Schnüre, das ist alles am Gürtel. Alles dabei. So, das war's jetzt mit der Übernachtung. Hat Spaß gemacht. War super. Vor allem gestern Abend und die Zeit dann ein bisschen, man tauscht sich doch aus und sieht, dass man viele Gemeinsamkeiten hat, wie eigentlich alle Buschkrafter. Buschkrafter sind auch Netzwerker, keine Rambuiden-Einzelkämpfer, sondern dann sie halt miteinander ein bisschen abtauschen und richtig abteilt. Ja, doch, Interessen ziemlich gleich. Ja, witzig. Also witzig. Von der Entwicklung her, Motorrad fahren und alles, ja, und coole Sache. Mindestens 2 Kinder und was man so braucht im Leben. Nee, war echt klasse und auch eine Riesenehre, mit den Kindern hier oben zu sein. Ja, danke. Für mich. Danke, dass ihr da wart. Und deine Burschen sind super drauf. Also was die schon alles bauen und basteln, da was da quasi so manche Kernern, würde ich euch heißen, Realschulenzeug, ordentlich was abschneiden davon. Ja, ja, schaut euch das an. Ist das nicht genial, oder? Ja. Wieder eine Figur gebaut. Ja. Stimmt. Krass. Das ist Real-Life SpongeBob. Danke, Bert. Schön, dass du da warst. Hey, ja, genau. Schaut euch an. Little Tor. Hammer gebaut. Naja, besser als am Tablet oder Handy rumsitzen draußen oder sonstiges, gell? Ihr beherrscht beides, ja. Mhm. Genau. Okay. Super. Dann. Hau rein, kommt gut runter. Geht's aussehen. Ja, genau, geht's aussehen. Schaut es den Sepp an. Sein Kanal verlinke ich unten nochmal. Wer nicht kennen sollte. Ja, typisch Schürch, aber die Videos gehen vielleicht mal korrekt. Okay, macht es gut. Danke fürs Reinschauen. Servus, ciao. Tschüss.